Juhu! Heute ist mein Paket von Adriafil gekommen. Adriafil ist eine Firma, die Wolle herstellt. In Italien, in Rimini, wo andere Urlaub machen. Ich bin schon ganz gespannt. Gut zugekühlt. Da werden wir mal gucken, was da jetzt so schönes drin ist. So ein Riesenpaket. Wow. Ach, so ein Katalog. Für die nächsten Bestellungen. Ja, Moki, da guckst du, wa? Das ist ja toll. Super. Da kann man sich doch vielleicht einen schönen Pulli draus machen. Oh. Bio-Wolle. Eco-Jahn. Oh, die ist ja toll. Bio-Wolle. 100% Alpaka. Wow, toll. Na, da fällt mir auch was Gutes für ein. Weiter gucken. Was ist denn hier drin? Nochmal Eco-Jahn. Wow. Die ist ja auch toll. Die ist, genau, 70% Wolle und 30% Hanf. Also sowas ganz Neues, denke ich mal. Sehr, sehr gut. Auch da fällt mir was Schönes zu ein. Vielleicht einen schönen Schal. So, was haben wir denn noch? Ach, das sind noch viel mehr. Das ist ja die reinste Wollust. Mit Glitzi. Ja, schön. 51% Wolle, Merino. 45% Baumwolle, 2% Polyester, 2% Polyamid. Klar, der Glitzer, der wächst nicht in der Natur. Der ist ja künstlich hergestellt. Okay, da schaust du, ne? Guck mal. Sehr edel, sehr edel. Was haben wir da noch? Das nimmt ja gar kein Ende mehr. Toll! In Rot. Sehr, sehr schön. Genziana. 100% Merino. Also das ist wirklich auch eine sehr, sehr gute Wolle. Da werde ich irgendwas für meine Mutter draus machen, denn die steht auch so rot. Ganz toll, wie sie sich anfühlt. Sehr schön. Gefällt dir auch, oder, Mopli? Da ist ja noch was. Ein letztes Päckchen. Oh. Ach, das ist ja eine tolle Wolle. Chimera. 100% ägyptische Baumwolle. Das sind ja tolle Sommerfarben. Ja, das ist doch was für ein Tuch. Oder mir wird schon irgendwas Gutes dazu einfallen. Also Moki gefällt es auch sehr gut, ne? Ja, da habe ich ja jetzt erstmal wieder genug Wolle zum Stricken. Ja, wunderschöne Wolle von Adriafil. Die gibt es nicht überall, aber vielleicht bald.